Rapids Sportgeschäftsführer Freddy Bickel ist eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im Cup gegen Kufstein zuversichtlich für die bevorstehende Saison. Ich bin froh, dass wir die Vorbereitung bestätigen. Wir haben zwar noch nichts erreicht, aber die Ansätze sind da. Man sieht die Weiterentwicklung, die schon letzte Saison begonnen hat. Es ist uns gelungen, den Kader gut zu ergänzen. Der Weg stimmt, sagt der Schweizer im ORF während der Halbzeitpause des Tests gegen den Hamburger SV. Im Großen und Ganzen würde der Kader für die neue Saison stehen, sagt der 53-Jährige. Allerdings könnte es noch immer zu Abgängen kommen, so wie jener von Stürmer Georgi Kvileteja. Bundesliga: Die Hütteldorfer unterliegen trotz einer ansprechenden Leistung. Weitere Gespräche mit Kvileteja: Der 24-Jährige weilte zuletzt in Gent und will beim belgischen Club unterschreiben. Ich kann bestätigen, dass er dort ist. Die Gespräche laufen aber noch, wir werden uns am Montag wieder unterhalten. Daher kann ich noch keinen Vollzug melden, sagt Bickel, der mit Deniala zuletzt einen Stürmer nach Hütteldorf zurückholen konnte. Das war wahrscheinlich für viele überraschend, für uns aber weniger, so Rapids Sportgeschäftsführer, der eine Verpflichtung von Alarm mehr oder weniger schon vor einigen Wochen ankündigte. So lief der Alarm-Transfer, es war im Cup oder in der Meisterschaft beim Spiel in Graz, als ich seinen Berater, Franz Masser, ANM, getroffen und ihm gesagt habe, er soll sich nicht wundern, wenn doch ein Anruf kommt. Er hätte es wahrscheinlich selbst nicht gedacht. Eine Minute nach dem Anruf des Arztes bezüglich der Verletzung von Pavlovic hat Alas Berater dann ein SMS bekommen, erzählt Bickel. Während Alla aufgrund der Verletzungssituation sofort benötigt wird, soll mit Andra Ivan ein weiterer Neuzugang langsam herangeführt werden. Der Rumäne hat zuletzt nicht oft gespielt und war auch in der Vorbereitung in Wien nicht ganz fit. Warum ihn Rapid dennoch unbedingt wollte? Er ist ein Spieler, den wir schon länger kennen. Rapid wollte ihn schon vor 3 Jahren, da war ich mit den Young Boys auch involviert. Es ist sich aber für beide Teams damals finanziell nicht ausgegangen. Er hat den Schritt nach Russland vielleicht zu früh gemacht. Das ist dann aber eine Chance für Länder wie Österreich oder die Schweiz, um ihm eine Möglichkeit für einen neuen Anlauf zu bieten. Wir halten sehr viel von diesem Spieler, aber er hat eine Zeit lang nicht gespielt. Hätte er immer gespielt, wäre er jetzt nicht hier. Textquelle: Urheberrecht laola1.at. Sturm Youngster Philipp sitzt am Vorwechsel zu Hull City zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count. Kommentare: Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der laola1-Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.